Ja, hallo Freunde, es ist Christian Schimmer, Paterkooperationscoach, Lohnpsychologe und ja, in diesem Sommerloch auch gerne mal wieder mit einer Reaction auf die Bachelorette, wie ich sie immer so gerne nenne, Folge 5 und ja, heute mal weniger oder auch ein bisschen Dating-Analyse, aber auch, würde ich gerne mal sagen, wo ich das Gefühl habe, das matcht da einfach nicht richtig, also diese Auswahl der Leute ist irgendwie nicht so richtig kompatibel. Da haben wir halt Männer, die irgendwie, ich habe das Gefühl, die gefallen der einfach nicht so richtig. Irgendwie, ich glaube, die sind auch zu jung für sie. Also sie hat ein Kind, da sind viele, sind Anfang 20, also da wäre ich auch damit überfordert gewesen, glaube ich. Und die wirken immer so ein bisschen wie Jungs, so neben ihr. Das gucken wir uns gleich mal so ein bisschen an, aber sie ist auch so ein bisschen, wie der Engländer sagt, ein bisschen standoffisch, also so ein bisschen kühl und auch, ich finde nicht so in der weiblichen Polarität, aber das ist überhaupt keine Kritik oder so. Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ihr die Männer nicht gefallen, sondern also man merkt einfach, dass es eigentlich mit keinem so richtig Match. Wir können ja auch am Ende heute mal überlegen, was könnte wohl ihr Beuteschema sein, weil der scheint irgendwie nicht dabei zu sein und sie wirklich quält sich durch diese Staffel durch, so kommt mir das vor. Meine ist auch letztlich egal, sie ist Influencerin und wird wieder irgendwie Account verdoppeln, also drauf geschissen, aber ist trotzdem spannend und wir schauen mal rein. Ja, wir fangen mal an mit dem Finn. Also bei dem Film ist mir besonders auf. Wie gesagt, ich kenne den aus Love Island, der hat da super hingepasst, aber der wirkt einfach so jungenhaft neben ihr. So. Und ich glaube, sie datet einfach irgendwelche Leute, weil sie auch gar nicht, weil irgendwie muss man die Sendung jetzt ja auch fortführen. Und wir schauen mal rein, wie es denen so nach einer Session Acro-Yoga ging. Was hast du dir bei dem Date gedacht? Und warum ich? Ich finde, dass wir uns gut verstehen, aber dass noch so eine Distanz irgendwie zwischen uns war. Und ich dachte mir bei so einem Date, dass das so ein Step weitergeht dann, weißt du, was ich meine? Das habe ich auch immer gesagt, so, ich glaube, wir sind schon weiter, als wir vielleicht denken, aber irgendwie auch nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich glaube, der Finn weiß schon, wie Dating geht, aber es kommt der nächste Schritt, er müsste sie irgendwie küssen, aber ich kann das auch verstehen, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Sie gibt einfach nicht die Signale. Und dann, das kennen wir sicherlich alle, jeder Mann kennt das auf jeden Fall, man ist auf einem Date und man möchte, dass es irgendwie weitergeht, aber es gibt die Signale einfach nicht, es passt nicht und trotzdem sitzt man da und weiß nicht, was man machen soll. Und das werden wir heute jetzt immer wieder sehen, wie dann, also ich kenne es auf jeden Fall super, wenn es einfach nicht so richtig vibe, dass die Gespräche dann immer merkwürdiger werden. Und er macht jetzt irgendwas, da kann ich nur von abraten, also man sollte entweder man küsst eine Frau oder man lässt es, aber man sollte nicht drüber reden, aber ich würde mal meinen, das ist auch eine Verzweiflungstat von ihm, weil er einfach nicht richtig weiß, wie es, das sehen wir gleich nochmal vom Adrian, fast alle Männer machen das irgendwie, weil, also darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus heute, weil es ist irgendwie, sie gibt nicht die Signale, vielleicht steht sie einfach nicht auf sie, weil sie hatte aber auch, glaube ich, noch nicht so längere Beziehung, vielleicht ist sie einfach, also ich weiß auch nicht, ob sie so eine Idealbesetzung ist jetzt für die Show wirklich, weil ich glaube, sie ist einfach nicht offen genug so und das sagt sie auch irgendwann, also in aller Regel gefallen dir die Männer halt nicht, sie geht auf ein Date und die gefallen dir nicht so, ne? Ist ja auch okay, aber ich weiß nicht, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr gucken, wenn RTL mal nächstes Mal wieder ein Bachelorette, wie ich sie immer nenne, auswählt, ein bisschen mehr drauf gucken, ja, dass sie offen genug ist, waren die vorher ja auch meistens und nicht, ob die jetzt Influencerin ist, was ich eigentlich sowieso nicht so gut finde, aber ich finde es immer besser, wenn das jemand Unbekanntes ist, aber ja, das und dann das ist einfach Todeszone, dass die allermeisten Frauen hassen das, wenn Männer über Küssen reden und es nicht, sich nicht einfach machen, ne? Aber wie gesagt, ich verstehe das natürlich auch noch so, dass es gefilmt wird, also das heißt, man will sich da auch keinen Fehler erlauben, vermute ich mal, und dann kommt es zu diesen Gesprächen und meiner Ansicht nach vibet das gar nicht so, ne? Aber wie gesagt, sie datet einfach, also die einen sind ihr, glaube ich, zu nett und die anderen sind ihr zu, kommen wir gleich auch zu besitzergreifend oder zu dies, das, jenes und das ist echt total krass, diese Folge. Also ich könnte es mir, ich erzähle es jetzt einfach. Ja, erzähl. Ich habe mir heute gedacht, okay, irgendwann, anfangs war ich so, ich gucke, ob es passt, ob ich sie gut finde. Hat gepasst, dann war ich so, ich gucke, ob es bleibt. Hat gepasst, jetzt bin ich so, jetzt kommt der nächste Schritt. So, weißt du, ich dachte mir, dass ich an den Punkt so komme. Ja, noch mehr vom selben und also ich kann das kaum angucken, mir rollen sich literally
die Fußnägel auf, weil das ist so fucking unsexy. Aber wie gesagt, ich sehe es ihm nach, weil ich glaube, er weiß sich da einfach auch nicht zu helfen, wie er jetzt weitermachen soll. Ne? Weil, wie gesagt, sie datet ihn, aber die Signale sind irgendwie nicht da, so, ne? Ja, vielleicht ist auch nicht der richtige Moment, aber ich kann ihn ja schon verstehen. So, und jetzt ist es soweit. Wir haben in der 5. Folge, wo andere schon halb in der Kiste waren, kommt jetzt der erste Kuss mit Jesaja, der ist eigentlich, was er eigentlich gut macht, finde ich, also weil das so sichtbar ist, dass er so relaxed ist, entspannt ist und eben nicht über das Küssen redet, sondern wie vielleicht sehen wir, so einen Körperkontakt aufbaut und dann, ob es sich jetzt wirklich ergeben hat oder ob sie denkt, in der 5. Folge muss ich jetzt einfach mal irgendjemanden küssen, wissen wir nicht, aber wir schauen mal rein. Sehr bedanken, dass du mich hierher eingeladen hast. Die fühlen sich gut an. Ja, ist das so. Das ist so. Gleich. Meinst du, jetzt ist so das Eis gebrochen? Für mich schon. Jetzt kam es auf jeden Fall vom Herzen. Ich bin ehrlich ein bisschen enttäuscht. Ja, ist echt, ich meine, es ist, wie es ist, ne? Also man sieht es hier an und das wird auch später nochmal aufkommen. Sie ist einfach komplett abgeturnt. Also, und also mal ganz ehrlich, wenn er bei, weiß ich nicht, 20 gut aussehenden Männern einfach keiner dabei ist, den sie gern küsst, weiß ich wirklich nicht, ob das Format so ideal ist für sie so, aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Also, und ich glaube, sagt sie ja auch, dass es bei ihr aber ganz wenig Männern vibet so, ne? Und was ich krass finde bei ihr, also mich würde das als Mann echt fertig machen, dass sie hält ja überhaupt nicht zurück mit ihren Gefühlen so, ne? Sie ist ja wirklich, zeigt es ganz deutlich, auch nicht irgendwie diplomatisch oder irgendwie sowas, ne? Ja, aber gut, andererseits, ich muss nicht auch, also wie gesagt, wo ich sie verstehen kann, weiß nicht, hat wahrscheinlich jeder mal erlebt, dass man Menschen küsst, man weiß im gleichen Moment, also das ist natürlich richtig, da hat sie natürlich vollkommen recht, also beim Küssen merkt man tatsächlich auch nochmal, ob es vibet oder nicht so. Und ist ja auch so, dass beim Küssen also ganz viel so biochemische Informationen ausgetauscht werden. Und ja, also da kann sie jetzt auch nichts machen, kann man ja auch nichts vorwerfen. Wie gesagt, einfach so, ich glaube, dieses Cast ist einfach, da ist einfach komplett der Wurm drin. Was denkst du eigentlich so von mir? Immer echt viel Kopf darüber, weil ich denke immer, du denkst von mir, dass ich ein klischeehaftes Südländer bin, der streng ist, der so vieles verbietet. Ja, denke ich auch ein bisschen. Und bist du auch ein bisschen? Bisschen, ja. Ja. Ein bisschen, definitiv. Aber ich sehe ja definitiv auch, dass du eine liebevolle Seite an dir hast. Ja, aber ich bin eigentlich echt ein mega entspannter Typ. Nur halt, ich habe auch keinen Bock, wegen jeder Kleinigkeit irgendwie direkt eine Diskussion zu haben. So, oh, okay. So, Tom, wenn du dich so anziehen möchtest, würde ich sagen, okay, aus, ist ein bisschen zu doll. Wenn du meinst. Das will ich aber auch meinen. Ja, den Ausschnitt finde ich total witzig. Aber da feiere ich sie auch. Also, da sagt er so, der fängt jetzt auch an zu überlegen, wie findest du mich denn eigentlich und so. Und dann sagt er so, du denkst bestimmt, ich bin der kontrollierende Südländer. Und sie sagen, ja, genau, das denke ich. Und dann sagt er auch noch, ja, wenn du jetzt so rausgehen willst, bin ich mal ganz ehrlich, sie läuft, also finde Bachelor Red da komplett angemessen rum. Ich glaube, die anderen, ich weiß auch gar nicht, warum die da bei ihr immer drauf rumhacken. Also ich denke, ich meine mich an andere Frauen in dieser Situation da erinnern zu können, die wesentlich leichter bekleidet waren, aber und dann sagt er auch noch, also dann sagt sie auch noch, ja, du bist der kontrollierende Typ Südländer und dann sagt er, ja gut, wenn du meinst, also ich bin total entspannt, wenn du meinst, du kannst so rausgehen, das ist echt fucking witzig, Leute, wirklich. Ja, jetzt kommen wir wieder zu dem Adrian. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich mag den Adrian. Ich finde ihn eigentlich am sympathischsten, weil der ist einfach nicht so politisch korrekt. Der ist auch sehr emotional, der ist offen. Vielleicht einfach ein bisschen jung irgendwie so, ne? Vor allen Dingen gerade in dem ihr so. Also ich denke, so im Love Island hätte der jetzt überhaupt keine Probleme. Und wir gucken mal in seinen Kopf rein. Die Antwort auf alle Fragen wäre. Was? Du weißt selber. Nee. Ja.
ich weiß, dass ich den Schritt gehen muss. Aber jetzt mal ehrlich, ich kann doch nicht, wenn das Problem zwischen uns ein Kuss war, ob einer gefallen ist oder nicht, ich kann doch dann nicht direkt an dem Abend dann noch einen Kuss fallen. Das geht doch nicht. Ja, also ich kann ihn echt, ich muss sagen, ich kann ihn ja wirklich super verstehen. Ich glaube, der hat's drauf. Also er redet vielleicht ein bisschen viel drüber, übers Küssen auch wieder, aber wiederum hier, ich kann es irgendwie verstehen, weil ich glaube, dass die Männer einfach verzweifelt sind, weil sie würden gern weitergehen, aber er hat es auch ein bisschen verkackt, jetzt klar mit seinem Ausraster letztes Mal, aber so geht es nicht, dass man dann drüber redet und dass man dann über Reden dazu kommt. Also das, man sieht das hier super gut, dass das einfach nicht funktioniert. Dieses Reden über Küssen führt nicht zu Küssen, ne? Genauso wie ich mal sage, wenn du zu früh über Beziehungen redest, wirst du keine Beziehung haben, so, ne? Das ist Hangout, have fun, hook up, so. Und die, es ist nicht Hangout, talk about kissing and hook up, sondern Hangout, have fun, hook up. Aber es fällt denen eben schwer, mit den Männern da. Ich denke, das ist sowas Beidseitiges, da in den Vibe zu kommen. Ich meine, letztlich ist er dann auch, also das wird wirklich gar nichts bringen. Also ich hätte ihm wirklich empfohlen, sie einfach zu küssen, aus einer spaßigen Situation. Aber wie gesagt, ich glaube, dass sie auch was ausstrahlt, dass man sich das nicht so richtig traut. Und wie gesagt, da kommen wir wieder zum Thema, ist der Caster so optimal? Aber weiß man wahrscheinlich immer erst, wenn man wirklich drinsteckt. Ja, ich mache ja wohl nicht den ersten Schritt. Oder? Ich traue mich auch nicht. Hätte sie doch machen sollen. Ja, natürlich ärgere ich mich. Ich war sogar ungelogen am Überlegen, zurückzugehen wieder. Ja, jetzt sehen wir wieder diese ganze Verwirrung des modernen Mannes. Also für mich ist das so 2023, wenn du irgendwas, also dass so diese Verwirrung da ist. Wer küsst denn jetzt wen? Weil ich glaube, Adrian nimmt sie eben auch, als er eben nicht so typisch weiblich war, also zumindest nicht in der Situation, so oder das heißt typisch, also jetzt nicht typisch weiblich, aber weibliche Polarität, wissen, wie ich es meine, und spürt es einfach nicht. Und dann sagt er sich, ja, wenn man jetzt, wenn sie, vielleicht ist sie ja so modern, ne? Vielleicht ist sie ja so, ja, die Frau kann ja den Mann auch küssen. Wir sind doch jetzt hier 2023, wir sind doch in Wokistan, wo ist denn das Problem? Aber obwohl sie eben sowas vielleicht Kühles ausstrahlt, würde sie eben trotzdem nicht den ersten Schritt machen. Sodass, also für mich ist das so, hoffe, ihr kauft alle mein Buch Feuer und Flamme, da weil ich das ganze Thema auch gesellschaftlich, Polarität, Anziehung 2023 mal ausleuchten, auch sagen, wo ich glaube, so kommen wir da echt nicht weiter. Das finde ich ein typisches Beispiel, warum wir so echt nicht weiterkommen. Also, ich weiß nicht, du kannst nicht alle Rollen auflösen und dann denken, das läuft alles jetzt so easy weiter, keiner weiß, was er machen soll. Und wie gesagt, also ich glaube trotzdem, dass er da was versucht, was einfach nicht geht, aber sagt es heute immer wieder, ich kann es verstehen, dass er da hinkommt, weil er weiß sich da irgendwo auch nicht mehr. Ja. Habe ich mir gedacht. Mhm. Aber die sage ich jetzt nicht. Doch, du sollst auch sowas Gutes machen. Es ist wirklich, ja? Was Gutes. Ja, du sollst es sagen. Sag's. Vertraust du mir? Sag's. Okay. Mach mal. Ich habe mir eine Sache gedacht, die ich halt noch so bräuchte. Ich habe dir gesagt, ich will sie nicht ansprechen. Es geht um einen Kuss. Ja. So, jetzt sehen wir mal, wie Finn wieder zum tausendsten Mal den gleichen Fehler macht. Also es ist immer, probieren es einfach immer wieder, die Männer, weil sie nicht ins Küssen kommen, drüber zu reden. Ne? Es ist echt die No-Kiss-Bachelorette, ne? Muss ich echt sagen. Ja, also es geht so einfach nicht. Und also, auch wie gesagt, für mich wirkt er wirklich wie so ein, und das ist jetzt keine Kritik, er wirkt einfach wie so ein, ja, wie so ein Pubertierender neben ihr irgendwie, gerade erwachsen, also stimmt natürlich nicht ganz, aber das ist, weil sie einfach, die hatten einfach eine andere Ausstrahlung, das kommt davon, weil sie ein Kind hat, denke ich so, ne, und wieder dieser Versuch drüber zu reden, Leute, macht es nicht, also das, ich meine, die können nicht anders, sie müssen, die können nicht einfach sagen, ich gehe jetzt nach Hause, habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber und deswegen sitzen sie da und wissen sich die anderen zu helfen, als drüber zu reden, aber das werden 99% der Männer immer wieder erleben, wenn du anfängst, über das Küssen zu reden, es sei denn, die Frau denkt irgendwie, du bist ein 10+, dann kannst du ja eigentlich nichts falsch machen, aber hier, wo die Frau offensichtlich keinen der Männer so richtig gut findet, da musst du ein 1A-Game haben und das beinhaltet auf gar keinen Fall, über Küssen zu reden, das kann ich euch sagen. Ja. Hast du den Tag ein bisschen Revue passieren lassen, an dem wir uns zuletzt gesehen haben? Ja, und du? Ich auch. Wie fandest du ihn? Sag du? Hat sich gut angefühlt mit dir, muss ich sagen. Ja? Hat sich gut angefühlt.
sag dir ehrlich, ich fand's ganz komisch. Ja. Das war einfach komisch. Ja, deswegen wollte ich es gerade auch nochmal ansprechen, weil ich fand's auch ein bisschen komisch. Entweder man fand's gut oder man fand's komisch, aber man kann es ja nicht gut finden und komisch finden gleichzeitig. Ja, und da muss ich echt sagen, der Jesaja ist ja, glaube ich, tut mir echt leid. Weißt du, dann denkst du, ey, ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Sie war so ein bisschen komisch nach dem Kuss, aber okay, ist ja eigentlich, ey, man hat sie mich geküsst. Und dann kriegst du so knallhart ins Gesicht gesagt, nee, ich fand's nicht gut. Also das ist so eine Art von Ehrlichkeit, ey, würde ich nicht erleben wollen auf dem Date. Aber wie gesagt, normalerweise kommt's gar nicht so weit, weil dann bist du schon längst blockiert, die Nummer ist gelöscht. Aber hier geht's ja immer weiter so, ne? Sie müssen sich wiedersehen. Kann man ihr diese Ehrlichkeit vorwerfen? Ich weiß es, also könnt ihr mal schreiben in den Kommentaren, weil, also ich, das ist so, ich habe das auch gerade von Frauen, die zumindest in diesem Moment nicht so in ihrer Polarität sind, also sie sind häufig so sehr hart, auch ein bisschen kontrollierend, finde ich, ne, so, das, fandst du das etwa gut, irgendwie so, also das würde ich nicht erleben wollen, wirklich. Und er macht auch einen Riesenfehler, aber ich kann es auch wieder total verstehen, dass er sich davon verunsichern lässt. Er sagt, ich finde es gut, und dann sagt sie, ich fand es nicht gut, und dann sagt er, ach nee, ich fand es auch nicht gut, ne? Und dann sagt sie natürlich richtigerweise, sorry, du bist gerade durchgefallen, ne? Keine Eier in der Hose, ne? Stehst nicht zu deiner Meinung. Das ist ja das, was der Adrian immer richtig macht, so, ne? Das, der macht andere Sachen falsch, und auch er fällt jetzt gleich, wie wir gleich sehen werden, aus seiner Polarität schließlich raus. Aber ich finde, sie hat auch ein bisschen damit zu tun, weil sie die Männer auch irgendwie, sie lässt sie irgendwie auch nicht Mann sein. Ne? Ich weiß, aber könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht. Mir war es halt egal, ob mir alle zugeguckt haben. Mich jucken die Jungs nicht, wenn es um Jenny geht. Und ich habe halt einfach nur auf das Go von Jenny gewartet, dass ich sie endlich küssen darf. Endlich. Ja, wie man jetzt hier sieht, also er hat definitiv den Mut. Ich glaube, er wird es auch machen. Er hat sich dann vorher noch hier einen Fisherman's Friend geholt und was weiß ich. Aber er kriegt, also ich kann nicht verstehen, er kriegt die Signale einfach nicht. Und das führt jetzt dazu, dass er wirklich so einen kleinen Breakdown kriegt, ne? Du, also ich habe das Gefühl, du bist stark genug, um das alles so zu verarbeiten. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin es nicht. Stark genug, um einen Rückschlag zu verarbeiten? Ja. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt. Es ist halt die Frage, nimmst du mich an die Hand und sagst, ey, Adrian? Ja, also ganz scheiße jetzt. Also das darf man wirklich nie sagen. Es sei denn, du bist 25 Jahre in einer Beziehung, dass du sagst, oh, ich bin gerade nicht stark genug. Das ist ja gerade, was weibliche Sexualstrategie ausselektiert, ne? Einen starken Mann, das ist einfach so, ne? Können wir jetzt wieder den Kopf gegen die Wand schlagen und uns Vogue auf die Brust tätowieren? Ja, es ist immer noch so, dass die meisten Frauen, also eigentlich suchen Frauen starke Männer, so, ne? Wenn sie nicht, oder starke Frauen meinetwegen, aber Stärke, ne? Und ja, zumindest wenn du in einer weiblichen Polarität datest, und das ist vielleicht nicht immer so, aber meistens ist es so. Und dann sagt er jetzt, aber ich, wie gesagt, ich glaube, er ist einfach super gestresst und er ist jung. Ich glaube, das wird ihm ein paar Jahre nicht mehr passieren. Aber trotzdem, wenn wir jetzt daraus lernen wollen, calm, cool und collected, ne? Immer wieder sich überlegen, was würde James Bond jetzt tun? Würde anfangen zu weinen und sagen, oh, jetzt erklär mir aber mal, was ich machen soll. Nimm mich doch mal bei der Hand und hilf mir doch mal und tröste mich. Ja, dann drängt er sich natürlich in die Mami-Rolle. Also da schließt sich der Kreis. Sie ist ja auch die Mami, und das ist natürlich Abtörner, kann es gar nicht sein, da ist bei ihr bestimmt Wüste ohne Ende irgendwie, ne, und ja, das ist wirklich, aber ich kann es verstehen, ich kann verstehen, wie das alles kommt, aber so, ich weiß nicht, jetzt können wir mal überlegen, was ist ihr Typ, also offensichtlich steht sie auf, wie man immer so sagt, Typ Südländer, also ich kann sowieso sagen, Leute, wenn ihr blond seid, bewerbt euch nie bei der Bachelorette. Ich weiß nicht, ob ich da jemals irgendeinen blonden Mann gesehen habe, der eine Chance gehabt hat. Ich weiß gar nicht, dass sich blond überhaupt fortpflanzt. Das ist wirklich unglaublich. Aber ich denke auch, dass sie halt sich, also auch noch mehr als andere Bachelorettes, so einen souveränen Mann wünscht. Ich stelle mir so vor, jemand, der wirklich einen Job hat, gesettelt ist, vielleicht auch einen ganzen Tacken älter ist als sie. Ich kann mir vorstellen, dass das so ihr Beuteschema ist. Und das ist einfach nicht dabei, ne? Und deswegen
vermute ich mal, dass dieser Schauspieler gewinnen wird, der mit den neckischen Zöpfen, weil das der Einzige ist, der so richtig jobmäßig was zu bieten hat so und auch bisher keine offensichtlichen Fehler gemacht hat, obwohl sie, glaube ich, sie mag diese, also ich glaube, sie mag diesen Adrian, sie mag auch diesen Ozan, also sie mag, aber sie mag einfach, weiß ich nicht, sie glaubt, sie kann nicht zu denen hochgucken, beziehungsweise fühlt sich auch richtigerweise kontrolliert von Ozan und es ist, glaube ich, eine scheiß Situation, weil der Mann, der sie so richtig kickt, der ist einfach nicht dabei. Ne? Ich glaube, das wäre so der coole Geschäftsmann, der sie im Hotel kennenlernt und aufs Zimmer mitschleppt und ja, ein gutes Dating-Game hat und vielleicht südländisch aussieht, wie auch immer man das definiert. Nicht blond ist auf jeden Fall. Und können wir, also ich würde gerne mal den Vater ihres Kindes sehen, könnte wetten, dass das, ja, Typ cooler Bad Guy, geschäftlich, erfolgreich, was weiß ich, das könnte ich wirklich für wetten und weiß nicht, wie das gekommen ist, dass es so einen Cast gibt. Und ich bin wirklich, ich freue mich wirklich, also genau, ich verlinke das natürlich alles hier, könnt ihr in der RTL Plus Mediathek gucken und natürlich im Fernsehen, mittwochs immer RTL. Wirklich gespannt, wie es weitergeht, weil ich weiß beim besten Willen nicht, wie das gescheit zu Ende gehen soll oder es ist total cringe wird. Also man sieht ja auch, dass sie wählt immer wieder die Leute, obwohl die ein riesen, obwohl ein Problem nach dem anderen auftaucht, wählt sie. Ich meine, das ist auch wieder die Frage, ist das jetzt schlau, wenn sie schon weiß, das funktioniert nicht? Ich kann mir jetzt auch vorstellen, warum sie vielleicht viel Single ist, dass sie dann, obwohl sie diesen Ozan ablehnt, wählt sie ihn wieder, obwohl sie es mit Finn nicht so richtig vibet, wählt sie ihn wieder, obwohl es mit Jesaja der Kuss beschissen war, wählt sie ihn wieder, obwohl Adrian sie gesagt hat, Mami, Mami, hilf mir doch, was soll ich denn jetzt machen, wählt sie ihn wieder. Warum macht sie das? Also entweder hat sie da einen komischen Art, Männer auszuwählen, oder es ist einfach keiner dabei, ne? Wie gesagt, der einzige Blonde, der jetzt, also das ist echt auch ein cooler Typ, finde ich, der noch dabei ist, keine fucking Chance. Also Leute, wenn ihr blond seid, bitte bewerbt euch nieder, Bachelorette. In diesem Sinne, bin gespannt, was ihr sagt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht die fucking Kurse. Wir sehen uns bald wieder.